Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir befinden uns jetzt gerade in Pristina in Kosovo, fahren zurück nach Deutschland, Bro. Ich war hier jetzt 3 bis 4 Tage, hab hier nochmal mit Leo entspannt, wollte hier nochmal kurz vorbeikommen, die Lage abchecken. Und jetzt geht's für mich wieder zurück nach Deutschland. Ich habe so viel zu erledigen noch in Deutschland, oh mein Gott. Und das Ding ist, ich bin ja jetzt seit 6 Wochen mit dem Auto unterwegs. Ich kann nicht mehr. Ich wollte euch nur einen gesagt haben, dass ab jetzt alle Duftanhänger die nächsten 24 Stunden doppelt gibt. Ja, wenn ihr euch eins bestellt, gibt es den nächsten aufs Haus. Deshalb, Freunde, gönnt euch Parfüm.com und checkt die neue Kollektion Norwich Parents of BournemouthDeb.de ab. Heute viel Spaß mit dem Video. War für mich einfach zu viel jetzt die letzte Zeit, immer in der Türkei und so. Mein Auto kann auch nicht mehr. Ich schwöre, ich muss ihn wieder zur Politur gescheit bringen, Bruder. Die ganzen Fehler auslesen, alles hier erledigen, Bro. Ansonsten ist die neue Kollektion bereits draußen, Norwich Parents. Geisteskranke Kollektion. Deshalb geht auch da auf den Shop und gönnt euch was. Ansonsten heißt es für mich jetzt 13 Stunden nach Hause fahren. Es sind genau 1370 Kilometer. Wir haben jetzt 10 Uhr und fahren jetzt gerade direkt los aus Pristina. Freunde, ich gehe und hole mir jetzt noch schnell was aus diesem Laden hier, Digga. Ansonsten, Bro, ich habe die letzten 3-4 Tage in Kosovo wirklich nur geschlafen, Bro. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach alles zu viel für mich. Wallah, nach 6 Wochen, 24-7 war ich on Action, Bro. Jetzt, ich hole mir was zu trinken, was zu naschen für die Fahrt. Boah, ich habe so Bock auf einen deutschen Döner, Moruk. Auf einen deutschen, wow! Und chinesisch. Einfach räudig eine Pizza um 10 Uhr morgens gegessen, Bruder. Einfach so, weil ich keinen Bock habe, in Serbien nochmal anzustehen und so, Bro. Da war gerade ein Zuschauer, Mann. Jetzt geht's back to Germany, Digga. Die Fahrt geht los. Gestern war Scheißwetter, heute ist richtig gut. 20 Grad, perfekt fürs Auto. Was mir Sorgen macht, ist nur diese ABS und so, falls es regnen sollte später. Und diese Motorkontrollleuchte. Bro, ich fahre seit gefühlt 5.000, 6.000 Kilometer nur mit diesen Leuchten hier rum. Ich schaue auf meine Mutter, die war mit dieser Leuchte noch in Alanya. Und Alanya sind von hier 2.000 Kilometer entfernt. Und währenddessen war ich nochmal in Izmir, Çeşme, Alaçatı und so weiter. Scheiße. Das ist auch ein Grund, was mich so unterdrückt, Bruder, dass ich unbedingt nach Hause gehen will. Ich will das gar nicht mehr alles erleben, Bro. Ich will das alles nicht mehr. Ich setze mein Auto auf Null, ich lasse ihn lackieren, die Kratzer alle wegpolieren und so weiter, Bruder. Ich muss alles auf Null setzen. Guana hat auch so ein bisschen Hautprobleme bekommen. Ja, Guana ist die Beste, aber ja. Jetzt noch Dingens, ja. Er hat mich einfach überholt. Richtig süßer Junge, ja. Richtig süß. Ich bin mir sicher, ich werde bestimmt in 10 Tagen wieder richtig Moralschaden und Depression bekommen von Deutschland. Egal, dann fliege ich einfach wieder weg. Dann fahre ich einfach wieder weg. Hahaha. Ah, man, im Chat kommen eben. Ich bin so witzig. Ich muss jetzt bestimmt noch eine Stunde warten oder so. Das ist eigentlich noch ganz okay, aber ich kann das alles nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich will einfach 3 Tage lang Netflix schauen und einfach nichts mehr machen, Digga. Servus, servus, servus. Wisst ihr, auf was ich gar keinen Bock habe? Diese Folie hier jetzt abziehen zu müssen. Aber das ist die Key, Bro. Man merkt echt jetzt, dass man mit dieser Folie weniger Sonne abbekommen hat und weniger Wärme ins Auto. Also man merkt es wirklich. Ich habe einfach als Bestechung den Serben gerade Parfüm geben müssen. Einfach 10 Stück haben, weil es so gut riecht. Ich schwöre auf alles. Ich habe einfach 10 Stück gerade gegeben. Ich habe extra ein Paket mitgebracht für alle Zuschauer, wenn ich jemanden sehe, dass ich immer welche geben kann. Manchmal habe ich es zwar vergessen, manchmal nicht, aber Parfüm habe ich so gegeben und der hat gerade gesehen, die ganze Kiste weiß. Also gib mir welche. Er riecht es, er nimmt seinen Mitarbeiter, er ruft seinen Mitarbeiter. Ich gebe ihm auch nochmal 5. Er hatte mich gerade echt gefickt, Mann. Auf der Einfahrt Richtung Kosovo. Bro, es ist verdammt viel los. Ihr könnt bestimmt 5 Stunden warten, Digga. Es war ein Stau, Digga. Und ich bin jetzt gerade bei Merdar. Es war einfach die Hölle los. Ah, mein Kofferraum ist auf dem Amunakön, ja. Ich küsse doch dein Herz, ja. Wir fahren weiter Richtung Deutschland. Wir sind seit 2 Stunden auf der Fahrt und sind gerade mal aus Kosovo raus. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch noch so voll wird, ja. Ich fühle mich so, als würde ich 2003,
2400 Türkei nach Deutschland zurückfahren, genau. Das Ding ist, dass ja jetzt einmal die Autobahnausfahrt oder Einfahrt halt, je nachdem, wo man herkommt. Wenn man von der Türkei nach Kosovo fährt, macht das eigentlich nur 2 bis 3 Stunden Umweg. Auf ganz locker Chili-Mili, Alter, ich hoffe. Die man nimmt, wenn man nach Kosovo will. Also wenn man nach Kosovo will, von der Türkei oder erst nach Kosovo und dann in die Türkei, nimmt man so 2-3 Stunden Umweg. Ja, es liegt genau auf dem Weg. Es ist diese Ausfahrt, ne? Und ich dachte mir, Alter, bin eh schon so viel im Stau gewesen. Ich war so müde, komm, ich check kurz 3-4 Tage bei Leo ab. Belgrad 230 Kilometer. Es regnet, wir sind jetzt in Serbien. Es regnet, nee, nicht, Richtung Belgrad. Ich wollte Regen, aber jetzt übertrieben jetzt auch nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich vermisse wieder Türkei, ich schwöre, ich vermisse einfach Türkei. Was mache ich hier, Digga? Türkei mit Dönzema Monakuim, ja. 10 Tage Urlaub machen, boah, das wär's, ich schwöre. Was soll ich fahren, Digga? Wenn schon hier an der Maut so viel los ist, dann würde ich sagen, dass ich richtig gefickt bin, wenn ich an der kroatischen, serbischen Grenze bin. Wie soll das mitmachen? Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich kann das alles nicht mehr verlegen. Ich bin alt geworden, Guana. Ich bin alt geworden. Ja, hi. Ja, ich bin alt geworden. Ja, feine Maus. Ja, feine Maus. Ich warte die ganze Zeit auf das hier. Nur ich bin einfach so verrückt, Digga. Okay, nicht ich bin verrückt, das Auto ist verrückt, Digga. Oh, Monaco. Und das Geile ist, hier ist der Asphalt auch besser. Und ich denke, meine Motorkontrollleuchte leuchtet, weil ich keine Cuts mehr drin habe, denke ich. Wegen der Pops and Banks, ich check das Ganze jetzt ab, wie das so abgehen wird. Die Serben haben hier irgendwas zu Ende gebaut, weshalb dieser Weg viel schneller geht. Ich schwöre es euch, wir fahren gerade nicht durch Beograd, also wir fahren links herum von Belgrad, also wir sehen, wie wir das abchecken können. Vielleicht geht es ja wirklich durch die Stadt schneller, aber keine Ahnung, ich bin irgendwie diesmal außenrum von Belgrad gefahren. Aber ich weiß nicht, ob das aus Versehen war, mein Navi hat es mir auf jeden Fall so gesagt, weil Zagreb geradeaus gezeigt hat und Belgrad Stadt rechts. Aber ich glaube, die Autobahn und so ist neu, also hier bin ich noch nie gefahren. Und die Brücke und so ist, glaube ich, auch alles neu, Digga. Nicht, dass wir irgendeinen Fehlbau gemacht haben und ich jetzt auf einmal die Brücke runterstürze oder so. Fickt er mich einmal von außen. Da drüben ist die Stadt, Digga. Ich bin auf einer komplett neuen Brücke. Da sind wir früher wie Geringverdiener durchgefahren. Da ist die Stadt von Belgrad und hier sind wir einmal außenrum. Ja, richtig geil. Das ist richtig gut gemacht. Hello aus Serbien, Digga. Haben wir uns durch denen jetzt nur eine Stunde gespart oder so, ne? Kann auch sein, Alter. Aber bestimmt 40 Euro Mountgebühren oder so. Die wollen nur Geld machen, Alter. Hier sind auch die ganzen Kanaken von uns, Jan. Ich sag euch ehrlich, an alle, die von außen kommen, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Deutschland, Augsburg, Bühni, ich, also sind alle hier. Aus der Türkei kommst, ohne mir zu sagen, dass du aus der Türkei kommst. Zwei Kölner bei Adam, die gelbe Turatel und 2 Jungen Çıkalım abi. Am liebsten tanke ich bei OMV. Dann habe ich zuletzt in Kosovo einmal getankt. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 300-400 Kilometer gefahren. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Und habe jetzt nur noch 3 Striche, Jan. Das heißt, ich werde jetzt nochmal einen Huni tanken müssen. Ich habe keine Ahnung, was dieses Benzin kostet. Auf jeden Fall 100 Oktan. Dafür gebe ich das Geld liebend gerne aus. Sonst war es in der Türkei mal 95 Oktan. Ja, ist jetzt weiter nach. Boah, ich muss entpissen, Digga. Ich bin so kaputt. Ein Hund, jede Situation ausnutzen, irgendwas zu essen. Hä? Wie kannst du jede Situation ausnutzen, Digga? Irgendeine Scheiße zu essen, während ich am Tanken oder am Scheißen oder am Pissen bin, Digga. Du regst mich richtig auf, Guana. Was soll der Scheiß? Ich muss mich darum kümmern, dass du viel Wasser trinkst, weil das ist richtig gefährlich für Hunde, Digga, ja? Wir sind jetzt nämlich gleich. Meine Scheiben sind so dreckig von innen, tut mir leid. Jetzt gleich an der kroatischen serbischen Grenze, Serbien außer Kroatien Einfahrt. Bis hierher schaut das wirklich gut aus. Also wirklich gut. Mashallah, Mann, Alter. Mashallah, Mashallah, Mashallah. Bro, das schaut ja behindert aus. Mashallah. So schnell hätte ich niemals gedacht, dass ich so schnell durchkomme. Ich schwöre. Mashallah.
Es ist ja gar nichts, es sind drei Autos vor mir, Digga. Drei Autos sind vor mir. Auf der Hinfahrt sind auch nicht so viele Autos. Jedermacher weiß, dass wenn ihr in Kroatien reinfährt, ihr ganz rechts halten müsst. Weil rechts gehen noch vier Spuren und die links gehen geradeaus. Deshalb geht alle rechts. Seid ihr doppelt so schnell oder dreifach so schnell dran wie die links. Das ist die größte Fuchstaktik. Und wer sich jetzt 10 Minuten dieses Video hier angeschaut hat oder 20 Minuten, hat sich schon mal eine Stunde gespart. Schaut euch meine Videos mal bis zum Ende und kommentiert Hashtag C63AMG, wenn ihr euch dieses Video bis hier angeschaut habt. Scheibe ist so dreckig, aber es juckt mich überhaupt nicht, weil ich mein Auto zur Aufbereitung abgebe. Schaut euch mal das hier an, Digga, das ist doch nicht mehr normal, ja. Vor mir ist ein AMG GT, den fahre ich gerade behindert durch die Gegend. Behindert, Plan. Wir fahren 250 in Kroatien durchgehend. Freunde, ich bin jetzt endlich in Slowenien angekommen. Es gab, mashallah, bisher war das eine meiner coolsten Fahrten, die ich je erleben durfte. Das Ding ist, es ist wirklich süß, so viele Zuschauer von euch zu treffen. Ich werde mir jetzt auch hier gleich was zu essen holen für die Fahrt bis nach Deutschland. Und dann in Deutschland werde ich nochmal was von Mac holen oder so, weil, ich habe das richtig vermisst. Eigentlich will ich so einen richtig deutschen Döner. Wallah, seit 6 Wochen. Digga, mein Mund wird nass, wenn ich... Wow. Ja, hi, aber warte, nur weil ich Döner sag. Ja. Ja, hi. Ja, hi. Ja, hi. Ich liebe sie. Mein Auto braucht dringend eine Aufbereitung. Ich halte es nicht mehr aus. Hier mit der Guane. Guane hat jetzt nochmal was gegessen. Komm mal her, Guane. Hier, komm, essen musst du jetzt nochmal. Bis jetzt nochmal. Wir sind Touchdown in Slowenien angekommen. Wir haben jetzt noch, keine Ahnung, knapp 5 Stunden vor uns. Die scheppern wir auch noch schnell weg. Ich denke, wir müssen noch einmal voll tanken. Dann geht's eigentlich direkt weiter, Digga. Boah, ich freue mich und Guanov merkt es langsam auch, dass wir zurückkommen und so, glaube ich. Weil sie hat sich gerade endlich gefreut, als sie langsam dieses Wetter hier gespürt hat, dass es ein bisschen angenehmer ist und so. Auch für Hunde, es war jetzt echt viel Stress für die Guana in der Türkei dauerhaft. Ich will nach Kassel la tête vise, y'a rien qui m'arrête. Es bivien de la barrette, la moula dans la cigarette. Vénère au démarrage, comme Mister Ngumares. Moi, c'est fausse amitié, suspecté. Je crois, je vais faire une poste de l'histoire qui suspecté. Je vais te casser, je te laisse mon passé. Meine Damen und Herren. Ich befinde mich in Slowenien. Alhamdulillah. Jetzt gibt er rechts Gas, er wartet auf mich links. So, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Anzeige geht aus. Wieder hinter mich. So fahren wir schon die ganze Zeit rum, Alter. Aber wunderschön, ja. Zum Fahren echt geil, wirklich geil. Taugt mir richtig. Baba. Einfach nur Baba, entspannt. Ich schwöre, so einer Strecke zu fahren, würde ich mein Geld ausgeben. Man. Ich muss nicht mal in die Türkei fahren, ich würde auch Spaß hierher fahren, ja, weil das geil ist, mit dem Auto zu fahren. Autofahren macht wirklich so Spaß, vor allem wenn man ein schönes Auto hat, was man über alles liebt und so. Ich glaub's nicht. Ich vermisse einfach die Türkei, Bro. Wären wir einfach Winter, Bro. Hey, meine Laune ist so gefickt, Digga. Ich denke ganz an die Türkei, meine Laune ist gefickt, scheiße. Ich schwöre, morgen, es nebelt, es schneit gefühlt. Was passiert mit dieser Welt, was passiert mit Deutschland? An Silvester gehen wir Beachclub, Alter. In den Sommerferien tun wir Schneemänner bauen, oder was? Einfach voll mit Nebel hier in Österreich. Schlechtes Wetter, Junge, depressiv, Mann. Wird man, ich schwöre, man wird depressiv. Meine Damen und Herren, langsam, aber sicher werde ich echt müde. Wir haben jetzt noch 3 Stunden, 309 Kilometer zu mir nach Augsburg. Wir sind heute Morgen um 10, 11 Uhr unterwegs. Also der ganze Tag ging eigentlich fast drauf.
Er sagt, dass ich um 1.32 Uhr daheim sein werde. Ich habe nur eine Pizza gegessen, sonst gar nichts. Ich habe so Hunger, ich wollte mir vorhin was vom Dingen von der Tanke holen. Die hatten auch nichts. Touchdown Deutschland, Touchdown Germany, Touchdown Thomas Müller, Touchdown FC Bayern Munich, Touchdown from Mozik to FC Bayern Munich to Adiemi Loredana. Wir haben es, es ist soweit. Es ist wirklich soweit. Ich bin jetzt in Deutschland angekommen. Ich wurde als einziger mal wieder rausgezogen und angehalten und ich wurde gefragt, von wo ich herkomme. Der so, woher kommst du her? Die Polizei. Ich so, ich komme aus Kosovo. Ich war in Kosovo. Auf der Hochzeit, habe ich gesagt. Bin deshalb hin, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's wieder nach Hause. Also ja, okay, gut, komm, fahr weiter. Ich so, danke, ich wünsche dir was. Auf ganz süß. Ich habe so Hunger, ich sterbe vor Hunger. Ihr glaubt mir niemals, dass ich einfach zu Hause angekommen bin. Ey, Freunde, sorry, dass diese Videos alle zu spät kamen. Ich habe nochmal von Kosovo nach Deutschland viermal getankt oder so. Es geht ab heute wieder richtig los. Ich bin in Deutschland. Es werden einige Videos auf euch zukommen. Ich werde wieder anfangen, mehr mit euch über alles zu reden. Ich werde wieder anfangen, Daily Vlogs selber zu drehen. Ich werde anfangen, wieder mehr von meinem Leben zu zeigen. Was ich euch sagen wollte, bevor das Outro kommt. Ich habe eine neue Kollektion, No Rich Parents, auf bornwithdeb.de. Da sind einige Sachen noch da. Checkt da was ab. Ansonsten, falls ihr noch irgendwas von Kaffeein.com bestellen wollt, ab heute 24 Stunden. Ja, das heißt, alle Bestellungen, alle Duftanhänger doppelt. Ihr könnt euch was vom Shop bestellen. Ihr bekommt alles doppelt an Duftanhänger. Ansonsten wünsche ich euch das Beste, Freunde. Ich habe euch so vermisst. Ich werde YouTube wieder so viel durchziehen. Ne? Gönnt euch was aus den Shops. Norwich Parents, bornwithdeb.de. Alle Hashtag C63 in die Kommentare, wenn ihr euch das Video bis hier angeguckt habt. Danke für alles. Ich bin kaputt. Wir haben 4 Uhr morgens. Ich werde wieder durchziehen. Ich freue mich auf alles, Digga. Wir sehen uns. Passt auf euch auf. Und ciao, ciao.